Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Quicktip am Montag hier im Recording-Blog. Und hin und wieder kommt man ja mal in die Situation, wo man seinen Mix mal eben ein bisschen lauter machen möchte, so ungefähr auf vergleichbare Lautheit bringen möchte wie die Songs im Radio. Sei es, dass du deinen Song mal eben deinen Kumpels oder den Bandkollegen vorspielen möchtest oder dass du den Mix einfach überprüfen möchtest in deinem Autoradio, im Wohnzimmer oder vielleicht über Kopfhörer. Es geht also darum, mal eben schnell den Song ein bisschen lauter zu machen und auf vergleichbaren Pegel zu bringen. Und wir reden hier natürlich nicht über den Mastering-Prozess, wo Mastering-Spezialisten mit viel Know-how, Technik und technischer Überprüfung des Songs und so weiter dafür sorgen, dass dieser Song final auf Lautheit gebracht wird. Nein, wir reden darüber, mal eben schnell lauter zu machen. Das macht man in der Regel mit einem Limiter-Plugin, so wie ich das hier auch aufgemacht habe. Und ich habe heute mit Erschrecken festgestellt, dass ich den Limiter von Studio One das letzte Mal en Detail vor 5 Jahren erklärt habe. Also Zeit genug, dass man aus Version 3.0 mal rübergeht zu Version 4. Aber falls du nicht Studio One haben solltest, brauchst du keine Angst haben und jetzt wegschalten, weil die Prinzipien, die ich dir hier erkläre, die funktionieren auch bei jedem anderen Plugin. Also wenn es ein Limiter ist natürlich, ein Limiter-Plugin von deinem DAW-Hersteller oder eben von einem Dritthersteller. Was wir dazu wissen müssen, sind im Prinzip nur 2 Regler und die heißen bei Studio One, heißen die Input und Ceiling. Input ist klar, regelt den Pegel von dem Eingangssignal, das in deinem Limiter reinkommt und dass du den auch anheben kannst. Und Ceiling ist ein Regler, der bei anderen Plugins gerne auch mal Output heißt. Ich finde aber, Ceiling ist ein bisschen näher dran an dem, was der Limiter tatsächlich technisch macht. Denn du musst dir vorstellen, mit dem Input-Regler hebst du den Pegel an von dem Signal, was in den Limiter reinkommt. Und da sind ja auch nicht nur die komplette Masse der Musik, sondern da kommen ja auch einige Peaks aus dem Signal immer wieder raus. Das sind zum Beispiel lautgesprochene Konsonanten oder das sind Bassdrum oder Snare-Schläge, die so ganz schnell immer rauskommen. Die Transienten von diesen Signalen, die auch mal durchstechen aus dem Hauptsignal. Und diese Peaks sollen ja abgefangen werden von einem Limiter. Und die Ceiling heißt aus dem Englischen übersetzt Decke, sorgt genau dafür, dass diese Peaks abgefangen werden und genau gegen diese Ceiling, gegen diese Decke stoßen oder im Prinzip diesen Output-Level, den man dann einstellt. Und so kann man das Signal dann quasi im Pegel anheben und sorgt aber trotzdem dafür, dass die Peaks eben nicht über diese virtuelle Grenze hinausgehen, über diese Decke. Damit aber trotzdem nicht einzelne verirrte Peaks quasi über diese Decke hinausschießen und doch noch für digitale Verzerrungen sorgen, für sogenannte Inter-Sample-Peaks oder True-Peaks. Falls du genau mal wissen möchtest, was es damit auf sich hat, das wäre ein bisschen technischer, das zu erklären, mache ich dir gerne mal den Erklärbär, aber schreib mir gerne mal True-Peaks unten in die Kommentare, dann weiß ich, dass da auch Bedarf an dieser technischen Erklärung ist. Jetzt nur so viel, damit diese True Peaks oder Intersample Peaks nicht stattfinden, schraubt man die Ceiling nicht auf 0 dB, weil wenn da ein Peak dann durchstößt, aus Versehen nochmal, dann übersteuert er digital. Nein, dann schraubt man die Ceiling einfach auf minus 1 dB oder den Output und dann kann man sicher sein, dass da keine verirrten Peaks doch mal durchschießen und dann doch noch für eine digitale Verzerrung im Mix sorgen. Das will man ja nicht, ne? Das klingt ja dann ganz furchtbar. Und jetzt kann man im Prinzip mit dem Input-Regler nur noch dafür sorgen, dass man den gesamten Pegel von seinem Song anhebt, so dass alles gegen die Ceiling gefahren wird und dass man dann bei der Ziellautheit rauskommt. Aber welche Ziellautheit braucht man denn, wenn man seinen Song mal eben lauter machen möchte? Ich nutze normalerweise die Messung nach dem RMS-Verfahren. Da wird die gemittelte Lautheit über eine gewisse Strecke gemessen. RMS heißt übersetzt Root Mean Square und da wird über einen gewissen Zeitraum wird gemessen, wie laut ist dieser Song. Also nicht diese schnellen Peaks, die ich gerade erwähnt habe von Bassdrum, Snare oder irgendwelchen Konsonanten aus der Sprache oder vom Gesang, sondern wirklich die gemittelte Lautheit über eine gewisse Strecke. Die wird nach RMS gemessen. Und der Limiter von Studio One zeigt dir die dankenswerterweise auch direkt hier in deinem Peakmeter an. Du kannst nämlich sehen, ich starte mal den Song hier an der lautesten Stelle im letzten Refrain. Und da turnen diese weißen Striche, die zeigen die gemittelte Lautheit, sagen die genau an. Die turnen hier so ungefähr, ich würde mal sagen bei minus 16 dB, turnen die ungefähr rum. Das heißt, die gemittelte Lautheit nach RMS wird hier im Moment bei minus 16 angezeigt. Rauskommen sollte man ungefähr bei minus 12, wenn man den Song auf dem Autoradio hören möchte oder im Wohnzimmer oder wo auch immer oder den Kumpels vorspielen. Minus 12 ist da so die Maßgabe. Wenn du über Sprache redest, sagen wir mal ein Podcast oder ein Hörbuch, was du eingesprochen hast, dann ist minus 14 dB nicht schlecht, aber minus 12 in diesem Fall sollte völlig ausreichen, um deinen Song wirklich auf ein gutes Level zu kriegen, sodass du dein Autoradio nicht volle Pulle aufreißen musst, wenn du dann mal eben den Song abhören musst und dann später, wenn du dann auf Radio umschaltest, dir die Löffel wegfliegen, weil du das Radio vergessen hast, wieder runterzudrehen. Also, minus 12 dB, was müssen wir also machen? Die gemittelte Lautheit nach RMS ist im Moment von meinem Song hier an dieser lautesten Stelle bei minus 16, also gebe ich einfach mit dem Input-Regler, gebe ich hier mal 4 dB drauf und Achtung, jetzt wird es ein bisschen lauter, wenn ich jetzt nochmal abspiele und jetzt können wir genau hier die gemittelte Lautheit nochmal sehen. Ich hab trotzdem dieses Problem, meine Zähne auseinanderzukriegen.
egal ob ich rappe. Tanzt so ein bisschen so um diese minus 12 hin, ne? Hin und her, ne? Mal ein bisschen davor, mal ein bisschen danach und so weiter, aber so ungefähr bei minus 12 dB kommt das raus. Und damit bist du im Prinzip schon genau in dem Fenster, wo du sein musst. Das heißt, mit dem Input-Regler hebst du einfach das Signal so weit an, bis die gemittelte Lautheit nach RMS ungefähr bei minus 12 dB angezeigt wird. Und wie gesagt, wenn dein Limiter jetzt diese Einstellung hier, die hier gewählt worden ist, Peak RMS nicht hat, dann nutzt ein Metering-Plugin, ein Plugin, mit dem man messen kann, welche Lautheit der Song hat, hat normalerweise jede DAW mit an Bord. Kannst du mal gucken, da auch da kannst du sicherlich auswählen, dass die gemittelte Lautheit dir angezeigt wird. Guck, dass du dann ungefähr bei minus 12 dB rauskommst, dann bist du genau in dem Fenster, in dem du sein solltest für deine Musik, damit sie so laut ist, dass du sie ordentlich abhören kannst. Und das war's im Prinzip schon. Ceiling nicht vergessen, minus 1 dB, wie gesagt, Intersample Peaks oder True Peaks, wenn du dich dafür interessierst, schreib's unten in die Kommentare. Und falls dir dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann drück schnell zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Und wir sehen uns die Tage zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!